So, und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Minecraft-Modifikation mit mir, dem Le Copa. Ja, für heute habe ich euch eine ziemlich spannende Mod mitgebracht, denn heute möchte ich euch die Mythcraft-Mod zeigen. Das ist eine Mod, mit der ihr ganz einfach eure eigene Dimension in Minecraft generieren lassen könnt und diese könnt ihr sogar nach Belieben gestalten. Richtig toll, damit könnt ihr sozusagen eine Dimension generiert, wo ihr selber entscheiden könnt, welche Biome überhaupt diese beinhalten soll, wie groß diese Biome sein sollen, beziehungsweise welches Wetter dort herrschen soll. Soll es die ganze Zeit ununterbrochen regnen? Soll es die ganze Zeit Tag sein? Soll es die ganze Zeit düster sein? Wollt ihr eine Cave haben, also einfach nur so eine Höhle? Es sind wirklich ziemlich viele Gestaltungsmöglichkeiten vorhanden und diese werden wir uns heute ganz genauestens anschauen. Ja, sehr, sehr spannend, natürlich ein bisschen komplizierter, aber dennoch sehr, sehr lustig. So, bevor wir damit loslegen, möchte ich euch ganz kurz das Prinzip von dieser Mod erklären. Und da werden wir jetzt auch einiges ausprobieren, denn es ist so, dass man quasi zwischen den Welten hin und her switchen kann mit Hilfe von verschiedenen Büchern. Diese kann man dann dementsprechend selber beschreiben. Man muss die Dimension so möglichst wie genau selbst beschreiben. Ansonsten können auch einige Fehler entstehen und negative Effekte ausgelöst werden. Ziemlich spannend. Und ja, das werden wir natürlich jetzt ausprobieren. So, als erstes haben wir hier diverse Geräte und ich möchte euch als erstes mal so ein Linking-Book zeigen. Eine Möglichkeit, wie man erstmal von Dimension zu Dimension reisen kann. Alles, was wir dazu benötigen, ist lediglich hier dieser Ink-Mixer, den man ganz einfach craften kann, mit ein bisschen Stein, mit Holz, einer Glasflasche und dann hat man dieses Ding gecraftet. Und wenn ich hier einen Rechtsklick ausführen sollte, dann seht ihr hier auch schon eine neue Oberfläche, mit der man ganz, die eigentlich relativ simpel gestaltet wurde. Alles, was wir hier zu benötigen, ist lediglich ein bisschen Papier. Wir benötigen diese Ink-Veils, die man ebenfalls einfach craften kann mit Ink-Sacks, Water-Bottle, Glas-Bottle, dann hat man dieses Ding gecraftet. So, ich nehme schon mal optionalerweise hier ein paar Enderperlen mit, die werden wir ebenfalls gleich, ja, gebrauchen. So, Inkwells müssen wir hier oben links reintun und ihr seht schon, das ganze Ding färbt sich schon schwarz und sobald ich hier ein Papier reintue, dann bekommen wir eine sogenannte Link-Panel-Page. Mit dieser können wir dann, oder diese können wir in ein Buch umwandeln und somit von A nach B ganz schnell reisen und somit die Dimension wieder wechseln. Sozusagen unser Rückfahrticket, wenn man es so nennen möchte. So, genau, das sei hier mal ganz kurz demonstriert. Das füllt sich natürlich direkt hier wieder auf. Man bekommt die leeren Glasflaschen wieder und wir haben hier diese Link-Panel-Page. So, ich nehme jetzt hier mal ein bisschen Leder und werde daraus mal ein Buch craften. Das geht ganz simpel mit, wie gesagt, ein bisschen Leder. Mit dieser Link-Panel-Page bekommen wir ein unlinked Link-Book. Und damit können wir jetzt sozusagen unser Standpunkt markieren. So, ein Rechtsklick genügt und jetzt hat sich dieses Buch unsere Dimension und diesen Ort hier gemerkt. Das heißt, als klassisches Vanilla-Beispiel, wenn ich jetzt hier beispielsweise in das Nether-Portal gehe, kann ich nun das Buch ganz einfach öffnen. Zack, hier rechts drauf drücken und schon bin ich wieder hier an dieser Stelle, ohne durch das Portal gelaufen zu sein. Das ist so das Prinzip von diesem Buch. So, genau, man kann unter Umständen auch in der eigenen Dimension oder in derselben Dimension, in der man gerade vorhanden ist, kann man theoretisch auch von A nach B sich warpen. Das sei hier mal ganz kurz gezeigt. Dazu werde ich hier nochmal kurz so eine Page erstellen und nochmal so ein Buch hier craften mit Leder natürlich. Zack und zack und da haben wir es auch schon so. Jetzt hätten wir theoretisch das markiert, aber wir können nicht reisen. Wir haben hier ein etwas, ja, rechts sehen wir ein hellblaues Bild oder ein hellblaues Fenster. Das heißt, das Buch können wir aktuell hier in dieser Welt nicht benutzen. Aber mit diesem Ink-Mixer können wir ja diesen Vorgang so ein bisschen manipulieren, indem wir hier eine Enderperle reinschmeißen. Dann seht ihr auch schon, dass es jetzt rot und grün leuchtet. Was so viel bedeutet, dass wir nun entweder den Effekt haben, dass wir uns in der selben Dimension ebenfalls von A nach B transportieren lassen können oder als roten negativen Effekt, wo die Wahrscheinlichkeit ebenfalls relativ hoch ist, dass man den bekommt, dass man gleichzeitig aber auch, wenn man sich warpt, seine ganzen Items an der Ort und Stelle liegen lassen muss, wo man sich wegportieren möchte. Klingt ein bisschen kompliziert, ich werde hier noch ein paar Enderperlen mehr reinschmeißen, in der Hoffnung, dass wir jetzt auch den besseren Effekt bekommen. Ich nehme jetzt einfach diesen Link-Panel-Page, nehme ich einfach hier raus und wir bekommen den Intralinking-Effekt und das ist ein gutes Zeichen, denn damit können wir uns jetzt sozusagen von A nach B in derselben Dimension hin und her warpen. So, ich hoffe, dass das nicht allzu kompliziert ist. Das ist eigentlich relativ simpel. So, ich werde das hier öffnen und ihr seht schon, es ist so ein dunkelblau. Vorher hatten wir so ein hellblau, das heißt, hier geht es nicht mit dem dunklen Blau. Das heißt so viel, dass wir jetzt wirklich die Möglichkeit haben, hier dieses Buch anzuwenden. Ich drücke mit einem Linksklick hier drauf und schon sind wir hier gelandet. So, das Buch bleibt hier liegen. Das heißt, im Nether-Portal oder im Nether liegt ebenfalls unser anderes Linking-Book, was wir dort sozusagen fallen gelassen haben. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, wenn ihr das auf dem Boden
Boden geschmissen haben solltet, dann könnt ihr dieses zerstören, indem man zum Beispiel da drauf haut, und das ist natürlich besonders gefährlich. Aber man kann es natürlich auch wieder aufheben, einfach einen Rechtsklick auswählen, das Ding hier nehmen und in sein Inventar ziehen. So, das so viel zu diesem Linking Book. Ein ziemlich interessantes Tool, wenn ihr mich fragt. So, genau. Dann kommen wir jetzt endlich zu dem spannenden Teil, und zwar wie ihr eure eigene Dimension beschreiben könnt und wie ihr sozusagen, ja, diese nach Belieben gestalten können. So, das Generieren von diesen Dimensionen ist eigentlich recht simpel. Alles, was wir dazu benötigen, ist lediglich hier dieser Writing Desk, den man ganz einfach bauen kann mit ein bisschen Holz, einer Glasflasche und einer Feder. Dann haben wir dieses Ding gecraftet, so wie diesen Pages hier. Und diese sind sozusagen, ja, das sind sozusagen Beschreibungen, wie eure Dimension hinterher aussehen kann. Das heißt, wir haben hier beispielsweise Biome, jede Menge Biome zur Verfügung gestellt. Hier zum Beispiel so ein Jungle-Biom. Wir haben hier, genau, wie es im Himmel aussehen soll. Wollt ihr eine Sonne haben? Gar keine Sonne. Wollt ihr mehrere Monde haben? Soll es die ganze Zeit regnen oder gar kein Wetter oder normales Wetter? Wie schnell ist ein Tag vorbei? Und das könnt ihr alles mit diesen Pages definieren. Es sind wirklich ziemlich viele vorhanden, das sage ich mal ganz kurz gezeigt. Solltet ihr weitere Mods hinzugefügt haben, sind das natürlich deutlich mehr. Und ja, damit kann man wirklich ziemlich viele interessante Dimensionen gestalten. So. Okay, normalerweise ist der Desk leer, das habe ich mal ganz kurz gezeigt. Hier, ihr habt normalerweise gar keine Pages. Diese Pages sind ziemlich selten, man kann diese aber allerdings bei Villagern ganz einfach finden. Man kann auch tauschen gegen Smaragde, kann man diese auch eintauschen bei den Villagern oder gar in schon vorgefertigte oder in diesen Dimensionen, die man sozusagen damit generieren kann. Ist es ebenfalls möglich, neue Dungeons zu finden, die diese Pages sozusagen beinhalten. Und somit hat man die Möglichkeit, seine Dimension ganz einfach aufzubauen. Dementsprechend hat man natürlich auch die Möglichkeit, eine Dimension zu erstellen, die gar nichts beinhaltet, die man gar nicht beschrieben hat. Das heißt, es wird random irgendwas zusammengezimmert, und das werden wir mal zur Abwechslung ausprobieren. Ich werde jetzt einfach mal eine Dimension erstellen. Alles, was wir dazu benötigen, ist, ich habe das hier eigentlich schon alles vorbereitet, genau, wir brauchen ein bisschen wir brauchen erstmal hier diese Page nochmal, ganz genau, so, ich darf jetzt nicht hier durcheinander kommen, so eine Link-Panel Page, zack, so hier mal gerade rein, hier reingeschoben, und wir brauchen natürlich noch Leder und müssen die irgendwie benennen. Ich nenne die jetzt einfach mal Test. So, klassischerweise haben wir jetzt das Descriptive Book. Das kann ich jetzt ganz einfach nehmen, und das ist sozusagen unsere Dimension. Also auf jeden Fall nicht auf dem Boden liegen lassen, da wird ebenfalls Abhilfe geschaffen. Wir haben hier einen sogenannten Bookstand, den man ganz einfach mit ganz wenig Holz zusammenbauen kann. Oder hier, das sieht noch ein bisschen schöner aus, hier dieses Ding, dazu benötigen wir ein bisschen mehr Holz, bekommen direkt zwei und können das Buch dann ganz gemütlich hier drauf ablegen. Und somit ist das nicht als Mob definiert oder als anderes Element, was man ganz einfach zerstören kann, und dementsprechend ist das natürlich noch um einiges mehr gesichert, ne? So, ich muss gerade mal gucken, ein Linking Book habe ich dabei. Das ist ganz wichtig, ansonsten kommen wir da wahrscheinlich nicht mehr raus. Jetzt hier diese Dimension, die ich jetzt hiermit generieren kann mit einem Rechtsklick hier auf dieses schwarze Feld, wird dementsprechend random irgendwas ausspucken. Das ist immer was anderes, ich bin sehr gespannt. Ich habe jetzt hier einfach mal auf das schwarze Kästchen gedrückt, das dauert immer ein wenig. Noch sehe ich nichts Besonderes, ich sehe zumindest noch keinen Mond, ich habe eben gerade Rauch gesehen. Grüne Sterne, okay, alles klar, gar kein Mond, super. Ganz merkwürdige neue Strukturen aus Holz, so wie es aussieht, so eine Art Holzwurm, Holzschlange, sieht auch sehr interessant aus. Das kann natürlich auch mal sein, dass diese aus Diamant komplett bestehen. Das ist bestimmt besonders lustig. Aber man muss dazu sagen, dass es auch negative Effekte gibt. Aber ansonsten sieht das wirklich wunderschön aus. Es ist jetzt kein Schachbrett-Biom oder Schachbrettartig, wurden die nicht angeordnet, aber es sind zumindest ein paar hier erkennbar. Und so kann man diese einfach definieren. Richtig genial, und hier befinden sich auch diese Strukturen, um beispielsweise diese Pages zu erhalten, die eure Dimension dementsprechend, mit dem man ganz einfach die Dimension beschreiben kann. Am besten stellt man direkt hier so einen Bookstand auf und legt direkt das Buch da drauf, damit man hier jederzeit wieder zurückfindet. Und dann kann man jetzt immer von A nach B reisen. Sollte man dieses Linking-Buch nicht dabei haben, dann hat man auf jeden Fall ein Problem. Kann man natürlich über die Config oder über diverse andere Tools natürlich wieder beheben, aber wenn man sterben sollte, bleibt man in dieser Welt gefangen. Also auf jeden Fall aufpassen. So, wir werden jetzt unsere eigene Dimension beschreiben. Das geht relativ
relativ simpel. Vor allen Dingen, wenn ihr diese einmal gefunden habt, dann könnt ihr diese mit diesem Desk hier kopieren. Und das geht relativ simpel. Sobald ihr diese hier haben solltet, das heißt, wenn ihr so ein Ding gefunden habt, könnt ihr das ganz einfach hier reinziehen. Ich habe diese Dinger, die ihr, bereits hier sehen könnt, aus dem Creative-Modus hier rausgezogen. Die kann man sich quasi hier ercheaten. Die sind hier schon schön geordnet. Aber normalerweise muss man diese erstmal sammeln. So, und hier ist vor allen Dingen auch die Grammatik wichtig. Das heißt, man muss erstmal sozusagen das was das Biom beschreibt, nach hinten stellen und die sogenannten Modifier nach vorne. Und das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, ist es aber überhaupt nicht, denn das wird ja auch schön markiert hier von der Mod hier, zumindest hier bei diesen Sammlungen, die man sich aus dem Creative-Modus ercheaten kann. Wir haben hier beispielsweise erstmal die Möglichkeit zu entscheiden, was für ein Biom wollen wir überhaupt haben. Wollen wir größere Biome haben? Wollen wir so ein Schachbrett-Biom haben? Also Schachbrett angeordnet oder einiges mehr. Ich nehme jetzt einfach hier mal so ein Medium-Biom, einfach mit Shift und Shift und Linksklick, Shift und Rechtsklick, ganz genau, dann haben wir dieses kopiert, das heißt, es wurde hier einfach in dieses Fältchen hier genommen und wir haben es weiterhin hier noch in unserer Sammlung vorhanden und müssen es nicht hier einfach rausziehen. Also es empfiehlt sich auf jeden Fall, diesen Schreibtisch hier zu craften. So, damit haben wir sozusagen hier ein Medium-Biom ausgewählt. Das müssen wir jetzt nochmal genauer beschreiben, und zwar, wenn jetzt, das Problem ist halt, wenn ihr jetzt gar keine Biome definiert, das heißt, wenn ihr einfach nur sagt, ich möchte ein Medium-Biom haben, dann wird Minecraft oder Mythcraft einfach irgendwelche Biome nehmen und die einfach hinzufügen. Deswegen müssen wir die Biome, die wir jetzt haben wollen, auch wirklich spezifizieren. Mindestens drei, würde ich sagen. Zum Beispiel einfach hier Desert können wir einfach mal auswählen. Hier ein Desert-Biom. Zack, wir können ein, hier kann man nämlich wunderbar noch suchen. Eis-Biom ist auch wunderschön. So, das passt natürlich. Und was nehmen wir noch? Jungle oder sowas, ne? So, Jungle-Biom sei eben gerade hier noch hinzugefügt. Und ich habe die hier auch schon extra richtig angeordnet. Das heißt, wir haben hier erstmal hier dieses, wir haben Medium-Biom und davor müssen diese Biome erstmal deklariert werden. Das ist ganz, ganz wichtig. So, dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch so alles haben. Ich werde hier mal kurz die Suche hier wieder löschen. Zum Beispiel, welche Sonne wollen wir haben? Wollen wir überhaupt eine Sonne haben? Ich würde sagen schon, wir nehmen jetzt hier einfach mal die ganz normale Sonne. Die können wir auch wieder modifizieren. Hier vom Wetter her, ja, der Regen darf ja eigentlich schon die meiste Zeit. Also würde ich sagen, wir behalten einfach hier, nee, nicht das normale Wetter. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal, spaßeshalber, No Weather. Haben wir hier No Weather? Genau, dass es gar nicht regnet. So, so, was haben wir denn hier noch? Wir können das noch modifizieren. Genau, hier das, mit den Dingern können wir sozusagen den Himmel sozusagen modifizieren. Wir haben jetzt hier schon die normale Sonne ausgewählt. Wir können jetzt sagen, dass wir beispielsweise Double Length, dass sozusagen der Tag schneller vorbeigeht. Wir können aber auch sagen, dass die Sonne einfach ganz oben stehen bleibt. Das ist natürlich auch sehr spannend, aber ich würde sagen, wir beschleunigen einfach mal die Tageszeit. Den Mond lasse ich jetzt mal weg und die Sterne, das kann sich gerne Mythcraft selber aussuchen, das ist mir relativ Wumpe, ansonsten kann man das natürlich auch mit Farben und allem möglichen deklarieren, das ist gar kein Problem. Dann haben wir noch als nächstes, hier noch einige weitere, hier Night, was haben wir denn hier noch, das sind auch noch ein paar visuelle Effekte, würde ich auch erstmal auslassen, dann ist auf jeden Fall noch genau wichtig, was für eine Landscape, also wie unsere Gegend aussehen soll, wollen wir so eine Standardwelt oder so eine Cave World haben, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Standardwelt, können diese auch nochmal deklarieren, das heißt, wir können beispielsweise sagen, dass ich lieber Lava haben möchte, als anstatt hier Wasser. Das kann ich hier so deklarieren, dass ich erst Lava hier hinzufüge und dann die Standardwelt. Das heißt, wir haben die Standardwelt und definieren hier noch Lava als Wasser. Wir können auch noch das Stein ersetzen. Das heißt, wir können noch einen weiteren Block hier nehmen, zum Beispiel Glas oder sowas, kann ich mal direkt ausprobieren. Mal gucken, ob das das wird. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Das heißt, wir haben jetzt sozusagen eine Standardwelt, die diese Biome hier beinhaltet. Desert, Eis, Jungle in einer Medium-Größe. Und statt Wasser wird Lava gespawnt und statt Stein haben wir Glas. So ist das sozusagen zu lesen, ne? So, okay, was haben wir denn noch Feines? Wir haben hier noch einiges, und zwar haben wir hier, genau, das wird auch sehr interessant, die Strukturen, die diese Welt beinhalten soll. Wir haben jetzt hier eine ganz große Auswahl. Wir können sagen, dass wir auf jeden Fall, und darauf bestehe ich natürlich, Caves, ganz klar. Wir wollen natürlich einige Höhlen haben. Warte, habe ich jetzt das Richtige ausgewählt? Nee, habe ich natürlich nicht. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier auch Villagers, das sind diese Geschichten hier.
So, die kann ich ebenfalls hier hinzufügen. So, und dann haben wir hier noch, was können wir denn hier noch nehmen? Huge Trees, das klingt natürlich auch sehr interessant. Wir können natürlich auch mehrfach Caves auswählen, damit das auf jeden Fall irgendwie mit generiert wird. Gar kein Problem, dann ist auch die Gewichtigkeit etwas verteilter. Und ja, das sieht auch schon mal nach einer sehr schönen Welt aus. Das heißt, wir haben hier einige Biome in einer Medium-Größe. Wir haben hier eine normale Sonne, die Tagesablauf doppelt so schnell ist. Die Monde haben wir nicht definiert, das heißt, es können auch mehrere Monde sein. Wir haben auch nicht die Himmelsfarbe deklariert, das heißt, die Himmelsfarbe kann auch theoretisch rosa sein. Kein Wettereffekt, wir haben hier verschiedene Strukturen, Caves, wir haben hier Villages, wir haben ja Huge Trees, sowie hier eine Standardwelt mit Lava und statt Wasser und statt Stein Glas. Zumindest soll es so funktionieren. So, das müssen wir natürlich jetzt alles in ein Buch packen. Das sei hier mal ganz kurz gezeigt. Ich habe gerade das Linking Book weggeschmissen. Egal, ich baue das nochmal hier auf. Warte, Moment. So, das ist natürlich ganz wichtig. Das dürfen wir nicht vergessen. So, ganz kurz hier gezeigt. Zack und zack und zack. Dann haben wir nochmal so ein weiteres Linking Book. Das werde ich direkt mal hier hin platzieren. So, es ist ziemlich dunkel geworden. Ich mache gerade hier mal Timeset 0. So. Okay, genau, dann werden wir das jetzt mal alles hier reinschmeißen. Wir brauchen natürlich, das wird hier schon rot angezeigt, auf jeden Fall so ein Link-Panel, ansonsten funktioniert es nicht. Also ein weiteres, welches wir hier erstellen müssen. Zack, das ist sozusagen immer das Grundgerüst. Bip und zack, und wir müssen das natürlich benennen und das nenne ich einfach mal Test 2. So, und jetzt können wir die ganzen Seiten da reinfeuern. Zack, 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 einfach mit Shift. Und auch wenn man das hier nicht sehen kann, das geht quasi da immer noch weiter. So, ich werde das jetzt einfach mal nehmen, dieses Descriptive Book, und werde das einfach mal hier hinpacken. Das Linking Book habe ich dabei. Und jetzt können wir eigentlich hier einen Rechtsklick ausführen. Wir können ja auch nochmal nachgucken, was wir hier jetzt alles reingepackt haben. Die Muster sehen auch sehr interessant aus. Und dann würde ich sagen, ab dafür. Ich drücke hier mal drauf und dann schauen wir uns mal an, was hier generiert wurde. So. Ich bin wirklich sehr neugierig. Und, oh, guck mal hier. Geil, sogar hier mit Glas. Das hat sogar alles funktioniert. Ist ja abgefahren. Cool. Ja, ich klinge wirklich sehr begeistert. Das liegt einfach daran, dass ich das in der Theorie einfach mal mir durchgelesen hatte. Und, es hatte teilweise nicht so ganz funktioniert. Aber wir haben hier Höhlen. Wir haben hier Medium, ist natürlich ein bisschen größer. Ich grab mich einfach mal nach unten. Aber so, dieses Eis sieht richtig cool aus. Kommt da wirklich Glas irgendwann oder ist da irgendwann ein Stein? Warte mal ganz kurz. Das wäre natürlich richtig Knorke. Da kann man richtig abgefahrene Sachen mitbauen. Aber es scheint so, als ob das hier komplett aus Eis wäre. Okay, hier ist schon Bedrock. Sehr interessant. Sehr, sehr schön. Und hier befinden sich, wie gesagt, auch die neuen Strukturen, die man auch in einer random generierten Welt natürlich finden kann. Auf jeden Fall ist es, wie gesagt, wichtig, dass man diese anderen Truhen damit, dieses Linking Book natürlich mitnimmt. So, wir haben hier ganz normale Spawns. Und wie gesagt, wenn man auch andere Mods hinzugefügt hat, oh, guck mal hier, wir haben einen blauen Himmel. Sieht der normal aus? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwie ist das so ein helles Orange, ne? Doch, doch. Also das sieht schön aus. Ich hatte auch einmal irgendwie eine Welt gehabt, da waren die Wolken viel, viel tiefer. Das war auch sehr merkwürdig. Also ich hatte schon ziemlich verrückte Sachen erlebt. Man kann natürlich auch Diamanten natürlich ebenfalls hier deklarieren, um ganz viele Diamanten zu farmen. Das ist natürlich auch möglich. Aber es ist halt so, das kann ich auch mal ganz kurz nochmal demonstrieren gleich, wenn man wirklich ein was ganz Falsches zusammenbaut. Und die hört das hier gerade gar nicht auf, ne? Ich gehe einfach hier nochmal weg. So, ich drücke hier einfach nochmal drauf. Wir haben natürlich das Linking Book jetzt in der Welt gelassen. Sollte man natürlich immer direkt aufstellen, wo man gerade gelandet ist. Wir können natürlich auch was komplett Falsches erstellen, indem ich hier einfach mal ganz kurz, das wird bestimmt jetzt extrem nervig und ruckeln. Das hatte ich nämlich vorhin mal ausprobiert, gerade mal hier noch so ein Link-Dingens gebaut. Wenn ich jetzt beispielsweise, Moment, Diamant einfach mal nehme, einfach nur Diamant deklariere und es regnet. Ach, ich hasse es. So, warte mal. Diamant war hier bei den Blöcken. Diamant als Modifier. Genau, nehmen wir einfach mal das hier. Es gab auch irgendwo Dense Ore. So, also ganz viele Ores. So, das nehme ich schon mal mit. Und dann nehme ich mal auf jeden Fall die Standardwelt, weil dann können auch negative Effekte auftreten. Das ist sehr spannend. So, gerade nochmal hier die, obwohl wir können auch mal Cave nehmen, ne? Cave World, das wird bestimmt richtig nervig. So, Cave World, ich glaube, ich lasse das einfach mal so. Diamantohr werde ich einfach mal daneben packen. Das ist, glaube ich, komplett falsch, aber desto lustiger wird es eigentlich. Ich werde hier auf jeden Fall irgendein Biom noch deklarieren. Tiny. Dann nehmen wir hier nochmal, ich nehme jetzt irgendwelche. Zack. Und Beach, also
diese Birke und Beech war das jetzt, glaube ich, und werde das einfach mal so da reinschmeißen. So, das könnte jetzt lustig werden, aber auch gefährlich. Ich brauche noch ein weiteres Linking Page, eine weitere Linking Page hier. So, oder Link Panel Page, wie man es auch immer nennen möchte, hier einfach reingepackt. Ich nenne das einfach mal Chaos. So, pack diesen ganzen Krempel hier rein. So, und dann schauen wir uns das mal an. Ich lege es einfach mal. Ne, wegen Regen muss ich mal aufpassen. Ich glaube, Regen ist ziemlich gefährlich für das Buch. Da geht es kaputt. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. So, einfach mal hier reingepackt. So, und ich drücke einfach mal da drauf. Und jetzt bin ich mal gespannt. Alter Schwede! Was ist denn da los? Nicht schlecht, Herr Specht. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber es wird scheinbar noch geladen, so wie es aussieht. Aber auf dem ersten Anschein seht ihr auch schon, dass hier einiges durcheinander geschmissen wurde. Wir haben hier ein Schneebiom. Wir haben natürlich kleinere Biome, das hatten wir ja so deklariert gehabt sogar. Und natürlich so eine Art Cave World. Das heißt, wir haben hier... Es wird hier noch alles aufgebaut. Wahrscheinlich gleich eine riesige Höhle. Ich sehe hier schon Lava. Ich sehe aber noch keine Diamanten, die ich eigentlich so spezifiziert habe. So, okay. Ich stelle mich einfach mal hier drauf. Aber ansonsten ist das doch schon mal eine Ansage, oder? Also keine negativen Effekte. Okay. Ich gehe hier gerade mal ganz kurz raus wieder in die Overworld, weil wir haben hier noch ein weiteres Tool und es regnet schon wieder. Ich breche ins Essen. So, wir haben hier nämlich noch die Möglichkeit, hier das Ding zu bauen. Den Link Modifier, den haben wir eben nicht. Wir haben nicht die Möglichkeit, diesen zu bauen, aber damit können wir sozusagen die Effekte, die wir eben gerade gesehen haben, einfach nochmal hinzufügen. Wie zum Beispiel diesen Intra-Linking, dass man in derselben Dimension hin und her reisen kann. Das hatten wir eben gerade schon gesehen gehabt. Das kann man damit sozusagen dem Buch hier doch hinzufügen. So, zack, dass irgendwas gerade explodiert. So, zack. So, sehr schön, genau. Da sieht man auch schon Overworld. Okay, man kann es sozusagen umbenennen. Und man kann, so wie es aussieht, hier einfach diese Dinger noch hinzufügen. Also ist eher, schätze ich mal, so eine Art Admin-Tool. Kann das sein? So, auf jeden Fall sieht das Design auch wunderschön aus. Und ja, dann haben wir noch ein weiteres Element. Und zwar für die Leute, die nicht über die Bücher in eine andere Welt reisen wollen, ist dieses Ding wahrscheinlich... Ja, für die Leute ist dieses Ding ganz gut geeignet. Das sind sogenannte Kristallblöcke, die man ebenfalls in der anderen Dimension, in einer kann auch zufällig generierten Dimension zu finden sind. Und außerdem hat man dieses Ding hier. Kann man ebenfalls ganz einfach craften. Dazu benötigt man diese Kristalle. Und damit kann man sozusagen sein eigenes Portal mitbauen. Das heißt, ich kann jetzt ganz einfach nochmal eine Welt von uns nehmen. So, ich werde das einfach mal mitnehmen. Und das einfach in dieses Ding packen. Und dann seht ihr auch schon, dass wir jetzt hier eine Welt generiert, beziehungsweise ein Portal generiert haben. Das können wir natürlich auch so aufstellen, wie wir es wollen. Wir können es in den Boden einlassen, wir können es noch größer gestalten. Es ist richtig genial und damit haben wir sozusagen unser kleines, ja, unser Portal hier hingebaut. So, das habe ich mal ganz kurz gezeigt. Zack. Und schon sind wir hier in unserem Portal, beziehungsweise in unserer Dimension. Ja, eine wirklich sehr, sehr kreative Mod, muss ich wirklich sagen. Macht sehr, sehr viel Spaß und bietet natürlich auch Stoff, um nochmal richtig in Minecraft kreativ zu sein. Und dadurch wird auf jeden Fall die Spieldauer oder das Spielvergnügen auf jeden Fall um einiges erhöht. Ich hoffe, dass ich das soweit euch ganz gut rübergebracht habe, wie das Ganze hier so funktioniert mit Mythcraft. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel ausgelassen habe, aber das ist das, was ich so daraus verstanden habe. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann kann ich euch beispielsweise die Ex Nihilo Mod zeigen, eine auch wirklich sehr interessante Mod, mit der ihr aus nix quasi eure Rohstoffe ernten könnt. Eine tolle Möglichkeit für Skyblock beispielsweise. Das war's von mir, das war Delokuba. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ciao.